Leute, es gibt ein Update. Was? Yippie. Also, Rio 2022 Items. Da bin ich aber sehr gespannt. Ach Gott, die Coin. Pressus ist das. Pressus. Sehe ich direkt. Ich grüße mein zukünftiges Ich. Also, leider sieht man den Chat in der Aufnahme nicht, aber der Chat ist voll am Start. Wir haben gerade 96 Zuschauer und gucken uns mal die ganze Show an. Icarus ist auch da. Also, was haben wir denn hier? Gut. Da werde ich natürlich wieder reinschisseln, um euch die Pickems zu zeigen. Das ist klar. Das versteht sich von selbst, ich bitte dich. Ich kriege gerade in den Chat geschrieben, dass die Sticker nicht so schön sind. Hier ist sogar von Trash die Rede. Legenden-Sticker. Legenden-Sticker. Das ist Trash. Also das ist natürlich extrem. Ja, naja gut, ich meine, mit solchen Stickern kann man ja, ist jetzt halt generell, Was können die Autographs? Sehen die Autographs nicht tatsächlich ein bisschen schicker aus als letztes Mal? Jetzt mal ohne Flak, sind die nicht ein bisschen schöner? Die letzten Mal waren doch viel zu langweilig. Die haben wenigstens so ein bisschen Pep. Ich finde die Holos der Sprout-Holo ist aber echt schön. So Sprout, das sind die Grünen mit dem Ding. Weiß ich jetzt. Oh, Gold gibt's ja auch noch. Wonderful. Guck mal da. Leute, in 10 Jahren ist das Ding sau viel wert. Ich finde die Sticker schon okay. Sie sind in Ordnung. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich sage jetzt nicht, dass die irgendwie absoluter Trash sind. Ich weiß halt nicht, wer auf solche Sticker überhaupt geht, also sich sowas kauft, sowas zieht und so weiter und so fort und das dann auch behält. Ich denke, klar, wenn du E-Sport halt ordentlich reinschwitzt, so wie Kredl, und Kredl halt voll Bock auf Dücher hat, auf Duschen, dann holt er sich den natürlich. Das ist klar. Sticker braucht kein Mensch. Es gibt einige Sticker, die sehen sehr gut aus, gerade welche, wo das Logo mittig spiegelnd ist. Kabinator, wie viele sind denn schon denn mit drin? Wenn nicht, Kabinator, alles gut, ich zieh gleich. Auch mal kurz an die YouTube-Leute hier. Wir haben jetzt gerade unser Giveaway am Laufen vom Stream. Kann ich mal kurz zeigen. Es gibt heute unter anderem diese M4. Das verpasst du gerade, weil du nicht im Stream bist, du Stinker. Ja, hier sind irgendwo die Streamzeiten bestimmt eingeblendet. Einfach mal rankommen. Dabei sein, nochmal frei sein. Am Dienstag gibt's die, nächste Woche Dienstag. Vorbeikommen. Challenger. Ach, schon wieder die Biene, die sich nach vorne beugt. Das ist Azkaban, der seinen Arsch zeigt. Ich weiß nicht, warum Biene das macht. Aber er ist halt einfach so. So ist er halt. Sogar in Gold. Mit einem vergoldeten Ass. Jetzt wird die Schokolade aufgewahrt. Ich grüße meine Mama! Le Bomb ist auch da. Der Grund übrigens, warum der Chat aus ist in den Aufnahmen, ist, weil wenn ich halt, ich mache die Aufnahmen halt immer irgendwann irgendwie und wenn dann jemand off reinchattet, wäre das auch drin. Und das will ich halt nicht. Aber ich kann, wenn wir sowas planen, stand da gerade im Sex. Eldea, was machen wir jetzt? Müssen wir das jetzt Eldea direkt melden? Oder geht das klar? Ja, also ich, solche Sticker sind halt eigentlich ein bisschen Stink. Eigentlich sind die aus Stinke bestehend. Oh, warte mal, stopp. Ich habe nichts gesagt, der sieht cool aus. Das ist er. Was schon, Gassi? Hä? Wir sind ja einfach zu peinlich. Nee, aber ich meine, auf Twitch kann jeder. Und dann wäre dann in der Aufnahme irgendwie ein Schimpfwort oder sowas, weil irgendein Affe reinkommt, also jemand, den wir nicht kennen, und zufällig während ich aufnehme, was schreibt. Und das ist dann im Video. Ist halt auch sehr, das geht extrem auf die... Ich will jetzt aber die Champions sehen, ist mir egal, ob die jetzt noch nicht und hin und her. Also es ist schön, Pickems werden folgen. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.